Ja, servus Leute und hallo Victorinox-Freunde. Ja, das soll eine kurze Vorstellung von meinem Pioneer X in der Damask-Version werden, also 2016er Modell. Ja, und ich zeige euch mal noch kurz die Hülle von dem Ding da. Da haben wir noch die Seriennummer oben stehen, falls das wem interessiert. Ja, das Ganze kommt so zu euch in dieser Schaubox oder wie sagt man da, Vitrinenbox halt. Ja, und ich nehme das Messer mal raus. Da haben wir so einen Magnet, da so eine, ja, so ein Haken halt, wo das Messer dann fixiert wird. Dann da unten drunter haben wir das Zertifikat. Steht alles oben, was man wissen muss über das Messer. Ja. So, aber nun zum Messer. Ja, Besonderheit natürlich die Damastklinge. Beim 2016er Modell wurde da einmalig der Tordamast hergestellt, also nur für das Modell mit 150 Lagen, gehärtet auf 60 Rockwell. Also da, wenn man das als EDC nutzt, das verliert auf jeden Fall nicht so schnell die Schärfe wie wie der Standardstahl von Victorinox. Ja, das Muster. Ich halte das einmal so in die Kamera. Einfach nur wunderschön. Die Griffschalen sind beim 2016er Modell in einem Grau gehalten mit einem leichten Hauch von Grün. Also ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ab und zu schimmert es einfach leicht grünlich. Ja, und ich finde einfach, dass das Pioneer X mit der Damastklinge einfach das schönste Victorinox ist, was ich ja kenne oder auch in meiner Sammlung habe. Jo. Dann, wir haben da 9 Funktionen. Ja, Bohr- und Stechhalle. Klinge. Dann die Schere. Da ein bisschen ungewohnt, weil es von der anderen Seite zum Aufmachen ist. Und die Scheren von Victorinox, ja. Ich sag mal, das sind die besten Scheren. Ja, und die zwei üblichen Verdächtigen. Großer Schraubendreher. Kleiner Schraubendreher, Flaschenöffner, Drahtabisolierer, Dosenöffner. Ja, und das war's schon. Ja, und ich glaube, Victorinox zählt ja den Ring auch als Funktion mit. Ich glaube, zu Victorinox muss man eh nichts sagen. Preis-Leistung stimmt da einfach immer. Ja, außer halt bei den Damask-Versionen, da wird es halt dann ein bisschen kostenintensiver. Ja, ist limitiert auf 5000 Stück. Ich habe die Nummer 3911. Ja, habe das Anfang 2016 kaufen können, habe zahlt 221 Euro. Und ja, mittlerweile, jetzt haben wir 2017, mittlerweile habe ich bei eBay schon gesehen, dass die für 380 Euro weggehen. Und der Freund von mir hat mir letztens gesagt, dass sogar eins für 600 Euro weggegangen ist. Also ich sag, dass die Damask-Versionen auch eine gewisse Wertanlage sind, weil wenn ich mal die 2010er Version anschaue, die hat damals auch so um die 220, 230 Euro wahrscheinlich kostet und geht mittlerweile für über 2000 Euro weg. Also das ist Wahnsinn. Ja, wenn ich noch eins finden würde um einen Normalpreis, würde ich mir wahrscheinlich ein zweites noch kaufen, aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so leicht. Eins um einen, ja, um einen damaligen Händlerpreis oder na, wie sagt man, Verkaufspreis zu kriegen. Verarbeitungstechnisch. Wie immer oder wie meistens passt bei Victorinox eh mal alles. Und ja, das war schon alles.
Mehr gibt es dazu eigentlich eh nicht zum Sagen. Dann sage ich, ich hoffe, euch hat das die kurze Vorstellung gefallen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.